Ja, Leute, es ist schon wieder soweit. Wir sind schon wieder am Ende einer, ich sag mal, Vorrunde zum. Ich meine, es müsste jetzt das Viertelfinale gewesen sein. Es kommt das Halbfinale und dann das Finale. Wir sind am Ende vom Viertelfinale, Leute. Des großartigen, einzigartigen Character Clash 16er Turnier in The Walking Dead Universum, wie wir alle anscheinend ja wissen. Und in diesem grandiosen Turnier, ihr habt es am Titel gesehen. Ihr habt es am Thumbnail gesehen, wahrscheinlich. Und ihr bekommt es jetzt auch hier wahrscheinlich schon mal eingeblendet. Heute geht es um den grandiosen Fight zwischen dem guten Ricky Dicky Doo Da Grimes und dem großartigen Bösewicht namens der Governor. Ja, wir lassen heute diese zwei ikonischen Charaktere gegeneinander battlen, was hier auch schon in der Serie selbst passiert ist, weswegen das hier nochmal interessanter wird, wie der Ausgang hier vielleicht des Battles sein wird. Aber ich werde jetzt nicht länger rumlabern und sage erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couchtime. Um das Ganze hier mal kurz festzuhalten, es ist super warm in meinem Zimmer. Wir haben draußen 35 Grad oder so. Ich bin am Sweaten wie sonst was und ich sitze hier in Beleuchtung mit einem Hemd und mache das hier für. Also, ne, wenn ihr so cool seid, lasst gerne mal ein Abo da dafür. Ne, dafür, dass ich hier Höllenqualen durchmachen muss, quasi. Ja, genug Dramaturgie für heute. Ja, wie bereits erwähnt, Rick gegen den Governor. Ein richtig geiles Battle. Ich denke, wir alle wissen, dass das relativ, also in der Serie ja, wie es ausgegangen ist. Obwohl, dazu komme ich gleich noch an zwei, drei Punkten. Aber vor allem, wir wissen, naja, wer hier wahrscheinlich als Gewinner rausgehen wird. Nichtsdestotrotz lassen wir heute wieder mal nur Fakten sprechen. Denn wir haben wieder einmal vier feste Kategorien, die auf Facts basieren. Und dann eine 1 vs. 1 Kategorie, in dem beide Charaktere im Nahkampf ohne Waffen, im Nahkampf mit Waffen und im Fernkampf mit Schusswaffen gegeneinander antreten werden. Für die neuen Zuschauer unter euch einmal kurz die faktischen Clashes hier mal aufgelistet. Und zwar ist es einmal Anzahl der Folgen, wie viele Folgen effektiv der Charakter in der Serie vorhanden war. Dann hätten wir einmal die Anzahl der Walker-Kills, dann einmal die Anzahl der Menschen-Kills, wobei man hier sagen muss, wir haben uns darauf geeinigt, mehr Menschen-Kills gleich besser. Und dann haben wir auch noch, wer die meiste Zeit bzw. die längste Zeit in der Zombie-Apokalypse überlebt hat, bzw. halt auch wie lange effektiv. Ja, und wir starten rein. Ich habe mich wieder hingesetzt und recherchiert. Hier bei diesem Video ging es tatsächlich schneller. Naja, Rick ist der Hauptcharakter und der Governor war ein Hauptschurke. Es ist anders als bei so jemandem wie Alden herauszufinden, wie viele Zombie-Kills er hatte tatsächlich. Es war wesentlich einfacher, wirklich. Aber erstmal auf die Anzahl der Folgen. Starten wir an der Stelle einfach mal mit dem lieben Governor. Ja, wir wissen, er ist relativ früh in die Serie gekommen, aber genauso früh auch raus. Und deswegen kommt der Gute auf ganze 19 Folgen. Das ist nicht viel für einen Hauptbösewicht-Charakter. Das hat mich ein bisschen schockiert. Selbst wenn ich irgendwelche Auftritte in Rückblenden oder Halluzinationen oder so reinbringen würde, wären es immer noch 19, weil er ist, nachdem er gestorben ist, nie wieder gezeigt worden. Nie wieder. Den sehen wir nicht mehr. 19 Folgen, das war's in der ganzen Serie. Währenddessen ist der gute Rick tatsächlich ja logischerweise ein bisschen weiter oben am Start, vor allem am Anfang der Serie. Der gute Rick ist ganze 107 Episoden dabei. Holy shit. Und man muss vor allem dazu sagen, da er ja die letzten 2,5 Staffeln, sage ich mal, gar nicht da war, muss man sagen, krass, der hat halt in der ersten, also in den ersten paar Staffeln wirklich jede Folge war der dabei. Jede Folge. Natürlich ist es der Hauptcharakter. Was eine Frage, es ist der Hauptcharakter und bis zu, ich sag mal, Staffel 3, 4 was Hauptaugenmerk wirklich auf ihm. Danach ging es dann halt mal auf so jemanden wie Daryl und was weiß ich, aber 107 Folgen, das ist eine Leistung, muss man einfach mal sagen. Und wie gesagt, vor allem faszinierend finde ich wirklich die Folgen am Stück. Es gibt bis Staffel 3, ich meine, jede Staffel bis Staffel 3 ist wirklich, in jeder Folge ist Rick da. Danach gibt es dann so vereinzelte Folgen, wo er mal halt, naja, nicht da ist. Dementsprechend geht aber der Serien-Episoden-Punkt natürlich an Rick. Was eine Frage. Gehen wir in die nächste Kategorie und das sind die Walker Kills. Auch hier gucken wir uns erstmal den Governor an. Der Governor hat on-screen tatsächlich nur 39 Walker getötet. Das war faszinierend viel, finde ich, weil Walker sind jetzt ja auch einfach so eine Sache, die sind ja relativ leicht zu töten. Zumindest in der Serie. Und da war ich ein bisschen verwirrt. Aber gut, 39 nehmen wir einfach mal hin, ne? Ja, wenn wir jetzt aber zu Rick gucken. Heilige Scheiße. Also, der hat gut zugeschlagen. Also, laut Recherche, laut verschiedenster Videos, die es gezählt haben und laut sonstigen Internetquellen, kommt Rick circa 1180 Walker Kills. Hierzu muss man aber sagen, da reingerechnet sind sowohl die Horde, die er mit Michonne und halt dem Drahtseil getötet hat, sowohl die werden damit reingerechnet, als auch die Walker Kills, die bei der Explosion von der Brücke hochgeflogen sind. Die zwei Situationen mal rausgerechnet, kommt Rick trotzdem noch auf 529 Walker Kills. Wäre hier die Frage, der Autobahn, also Highway-Kill, Horden-Kill, den würde ich absolut rausnehmen. Die Frage wäre jetzt noch die Brücke, weil wir haben ja gesagt, okay, die großen Horden-Kills sind meistens ja Gruppen-Kills,
Aber die Horde hat Rick ja schon allein getötet. Also zumindest die durch die Explosion halt zerfetzt worden sind. Aber nichtsdestotrotz, egal wie wir uns jetzt hier entscheiden, Rick hat definitiv mehr Kills als, also Walker-Kills als der Governor. Definitiv. Dementsprechend geht dieser Punkt erstmal auf Ricks Konto. Aber wie gesagt, die Frage wäre jetzt noch, nehmen wir den Brückenkill mit rein? Wie gesagt, den Highway-Kill würde ich nicht mit reinrechnen. Der ist ja definitiv auf Michons und Ricks Rücken, sage ich mal. Aber der Brückenkill, den könnte man jetzt schon sagen, ja, kann man mal mit reinnehmen. Dann wären es wahrscheinlich so um die 600-700 Kills. Würde ich mal grob schätzen. Gucken wir uns nun mal die Menschenkills an. Und ja, jetzt wird es tatsächlich ein bisschen lustig, beziehungsweise faszinierend oder vielleicht auch nicht so faszinierend oder überraschend. Wir starten wieder beim Governor. Ungefähr on-screen 65 bis 70 Kills. So in diesem Bereich hat er Menschen getötet. Was, ja, viel ist. Was sehr viel ist, dafür, dass er halt nur 19 Episoden dabei war. Das muss man hier einfach mal an der Stelle gesagt haben. Faszinierend, dass er in so kurzer Zeit so viele Leute getötet hat. Denn auf der anderen Seite, der gute Rick, der 107 Episoden da war, der hat tatsächlich nur 50 bis 60 Menschen getötet. Ja, also der Punkt geht in dem Fall definitiv aufs Konto vom Governor. Aber man muss einfach mal sagen, es ist schon faszinierend, weil... Ja, klar, der Governor war ein Bösewicht, aber Rick hat auch eine krasse Zeit als Menschenkiller hinter sich. Aber Verhältnis, Anzahl der Folgen zu Toten ist halt, puh, der Governor hat ordentlich reingehauen. Somit hätten wir einen Punktestand von 2:1 für den guten Rick. Kommen wir nun zur letzten, ich sag mal, faktischen Disziplin. Und das ist, ja, wer hat am längsten in der Apokalypse überlebt? Beziehungsweise wie alt ist die Person geworden. Starten wir hier diesmal beim guten Rick. Wir wissen ja alle, für die, die es nicht wissen, Spoiler Alert, Rick lebt noch, stand jetzt, er lebt noch und ist glücklich und zufrieden. Zu Beginn der Apokalypse war er ungefähr 35 Jahre alt, plus minus 2-3 Jahre, sage ich mal. Dann rechnen wir die 12 bis 13 Jahre Apokalypse obendrauf und wären somit bei einem Alter von 47 bzw. 48, je nachdem wann er halt, ne, Geburtstag hat. Und wie gesagt, somit ist er ungefähr die 12, 13 Jahre voll in der Zombie-Apokalypse. Der Governor hingegen ist ja relativ früh gestorben, war zu Beginn der Apokalypse aber schon 45 Jahre alt, hat circa 1,5 Jahre plus minus ein paar Monate in der Zombie-Apokalypse überlebt, ist dementsprechend mit ungefähr 46, 47 Jahren gestorben und ja, hat wie gesagt grob 1,5 Jahre Apokalypse überlebt. Meine Fresse, war das ein Versprecher. Ja, und dementsprechend somit geht auch dieser Punkt an den guten Rick. Sowohl vom Alter, was er erreicht hat, als auch Zeit, die er in der Apokalypse überlebt hat. Wäre hier ein größerer Unterschied gewesen und der Governor wäre zum Beispiel wesentlich älter geworden als Rick, hätte man jetzt hier sagen können, okay, wie beziehen wir jetzt den Punkt? Beziehen wir ihn auf die Anzahl der Jahre in der Apokalypse oder auf die Höhe des Alters? Käme dann auf die Situation drauf an, würde ich sagen. Somit haben wir nun erstmal einen Punktestand von 3:1 für Rick. Und bis hierhin, denke ich, war das ja klar, wie das bis jetzt ausgeht, würde ich mal behaupten. Gehen wir aber jetzt mal aufs 1 vs. 1 ein und da wird wahrscheinlich mehr oder weniger eine Entscheidung gefällt werden, sage ich mal. Für alle, die neu sind und es nicht wissen, in unserem 1 vs. 1 setzen wir beide Charaktere in ihrer Prime, in ihrer krassesten Ausführung in der The Walking Dead Serie. Das heißt zum Beispiel so einen Staffel 4, 5 Rick und einen, ja, Staffel 2, 3 Governor. Naja. Also alle in beide in ihrer krassesten Zeit. Wir schmeißen sie auf eine neutrale Fläche, einen Ort, den keiner von beiden je gesehen hat, nie wahrgenommen hat und sich da halt nicht auskennt und quasi alle, ne, sind gleichgestellt auf dieser Fläche. Und nun lassen wir den ersten Clash beginnen. Wir lassen beide Charaktere im 1 vs. 1 Faustkampf ohne Waffen gegeneinander kämpfen. Und hier muss man sagen, wird es tatsächlich spannend, denn ich bin eigentlich der Meinung, hier müsste der Governor schnell die Überhand gewinnen, denn wir haben auch gesehen im Finale des Governors, sage ich mal, dass er Rick wirklich fast umgebracht hätte in einem simplen Faustkampf. Aber gut, man muss sagen, Rick war dementsprechend auch ein bisschen, naja, angeschlagen. Und vor allem war Rick auch, ich denke mal, im Kopf noch nicht so weit, wie wir ihn gekannt haben oder wie wir ihn kennen. Und da beide zu ihrer Prime hier sind, haben wir halt den vollbärtigen, braungrünes T-Shirt tragenden Rick, den Badass Motherfucker Rick Grimes. Und ja, ich glaube, der wird den Governor so zerfleischen. Es könnte sein, dass Rick hier und da mal eine Faust abbekommt, aber wenn wir den Prime Rick nehmen und lassen ihn im Faustkampf gegen den Governor antreten, der Typ wird in der Luft zerrissen. Dementsprechend der Faustkampfpunkt einmal an Rick. Gehen wir nun auf Nahkampf mit Waffen ein, das heißt Messer, Schwerter, Machete, mit einem roten Griff vielleicht, man weiß es nicht, oder auch, weiß ich nicht, einem Speer.
was auch immer die Charaktere hier in dem Fall wollen. Und wir lassen beide Charaktere auch damit antreten. Hier wird es natürlich schon ein bisschen kritischer. Hier muss Rick definitiv seinen Blutrausch ein bisschen drosseln, denn sonst kriegt er mal schnell vielleicht ein Schwert in den Bauch oder ein Messer oder irgendwas. Nichtsdestotrotz ist Rick immer noch ein fucking Badass zu seiner Prime gewesen und dementsprechend wird auch hier wahrscheinlich der Kampf relativ schnell enden. Weil ich könnte mir schon fast vorstellen, dass Rick selbst in dem Kampf seine Machete nehmen würde, wegwerfen würde und mit Fäusten gegen den Governor mit einem Messer antreten würde und auch da als Sieger herausgehen würde, weil Rick in seiner Prime war ein Monster. Definitiv. Der Governor hat zwar natürlich auch krasse Kampfskills und ist auch gut ausgebildet, aber man muss auch sagen, nee, ja, also der Punkt geht auch an Rick, definitiv, keine Frage. Gehen wir nun in die letzte Kategorie des 1 vs 1, die Fernkampfschusswaffendisziplinen, wo die Charaktere, ob's Armbrust, ob's Pistole, ob's Gewehr, ob's Sniper, ob's ein Raketenwerfer von mir aus ist. Beide Charaktere bekommen so eine Waffe in die Hand gedrückt und hier muss man auch sagen, der Governor ist kein schlechter Schütze. Definitiv nicht. Haben wir oft genug gesehen, wie er mit seiner Aug umgehen kann. Aber auch mit normalen Pistolen und allgemeinen Handfeuerwaffen sind beim Governor liegen gut in den Händen. Bei Rick muss man sagen, er ist ausgebildeter Polizist. Und der definitiv auch die Ahnung von Waffen hat. Und wir wissen, wie gut er Schüsse setzen kann. Aber wir wissen auch, der Typ ist auch halt ein Hitzkopf. Me? You mean me? Und dementsprechend vielleicht hier und da mal einen Schuss verfehlt, weil zu hektisch, zu panisch. Aber nichtsdestotrotz hat Rick hier auch seinen Vorteil, er ist eine fucking Bestie. Er hat Grundausbildungen mit diesen Waffen. Und ja, auch der Governor ist krass, keine Frage. Aber definitiv würde ich auch hier sagen, hier wird es knapper. Beim Schusswaffenduell wird es wirklich ein bisschen knapper. Aber auch trotzdem geht der Punkt an Rick. Dementsprechend gewinnt Rick das 1 vs. 1, 3 zu 0. Er kriegt den 1 vs. 1 Punkt und gewinnt dementsprechend 5 zu 1 dieses Turnier. Ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, wer hätte es nicht erwartet und wer hat es erwartet. Ich bin ganz ehrlich, ich habe es erwartet, schon wo ich gesehen habe, dass die zwei gegeneinander kämpfen. Es war mir eigentlich klar, dass Rick hier die Oberhand gewinnt. Und selbst wenn wir ihn in der Schusswaffendisziplin verlieren lassen würden, was schon möglich ist, je nach Tagesform, sage ich mal, von Rick. Aber der Typ ist einfach krank und er ist einfach heftig. Ich meine, es ist der Hauptcharakter zu 90% der Zeit gewesen und auch jetzt immer noch einer der größten Fanlieblings. Also, ja, es war eigentlich klar. Dementsprechend, ne, sorry, Governor. Gavina? Governor, sorry, Host rein, ne? Aber herzlichen Glückwunsch, Ricky Dicky Duda Grimes. Du hast das hier verdient, den Platz. Und bist somit auch in der nächsten Runde. In der nächsten Runde seht ihr jetzt eingeblendet, gegen wen er da kämpfen muss. Und ich sag euch eins, ich bin gespannt und ich weiß eigentlich schon, wie das Finale aussehen wird. Denn wir haben Rick und Daryl in dieser nächsten Runde mit drin. Und ja, das Finale könnten natürlich die zwei Brothers from Another Mothers sein, theoretisch. Bin ich fast der festen Überzeugung. Außer statmäßig überrennt uns jetzt auf einmal irgendwas. Aber vor allem kommt es jetzt an den Punkt, wo ihr mir definitiv helfen müsst. Haut bitte gerne Vorschläge für Kategorien rein, in denen wir die nächste Runde austragen lassen sollen. Diese Runde war ja sehr hart auf Stats aufgebaut und das könnten wir natürlich immer noch machen, nur es wäre jetzt sehr langweilig wieder zu sagen, wie viele Episoden, wie viele Kills, wie viele Menschenkills, wie lange in der Apokalypse. Dementsprechend könnt ihr da gerne mal Vorschläge machen. Also darauf wäre ich jetzt in dem Fall wirklich mal angewiesen. Irgendwelche Vorschläge, auf was für eine Ebene wir die nächste Runde aufeinander battlen lassen sollen, damit halt auch vielleicht ein bisschen mehr Spannung noch kommt. Da seid, wie gesagt, gerne ihr gefragt. Haut's in die Kommentare. Lesen wir die Kommentare definitiv durch, keine Frage. Und dann wird vielleicht euer Vorschlag auch mit reingenommen, denn ich bin da, wie gesagt, ein kleines bisschen ratlos momentan. Noch bin ich ein bisschen ratlos. Nichtsdestotrotz ist die nächste Frage, wie hat euch das Video gefallen? Wie hat euch das Battle gefallen? Seid ihr ähnlicher Meinung? Seid ihr anderer Meinung? Schreibt es bitte in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und wenn ihr sowieso da unten seid und zufällig auch dem Video schon einen Daumen nach oben gegeben habt, was mich sehr freuen würde, und den Kanal vielleicht noch nicht abonniert habt, dann checkt ihn gerne mal aus. Guckt euch ein paar Videos an und wenn es euch hier gefällt, bleibt doch gerne hier und macht den Abo-Knopf. Der ist rot, ne? Den muss man grau machen. Ja, irgendwie so. Also irgendwie so ein toller Spruch, den man immer als YouTuber irgendwie so sagen kann. So, ich habe aber jetzt genug rumgeschwafelt. Dieses Wochenende kommt noch ein The Walking Dead Video. Definitiv. Das ist nämlich das Video, was ich euch letzte Woche eigentlich versprochen habe. Das kommt diese Woche. Jetzt möchte ich aber nicht länger rumlabern. Hoffe euch, wie gesagt, hat das Video gefallen. Und ich hoffe vor allem, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Morgen halt. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch wieder. Und bis dahin bin ich jetzt aber erstmal raus. Ciao.